Wenn dein Trainer dich fordern will, dann gibt er dir Burpees oder Thruster. Und wenn er dich hasst, gibt er dir beide Übungen in einem Workout. Und wie ihr diese komplexe Bewegung des Thrusters in so einem Workout immer noch sicher machen könnt und wie ihr die Übung lernen könnt, zeigen wir euch jetzt im folgenden Tutorial. Ein Thruster ist eine Hybridübung aus einem Front Squat und einer Shoulder to Overhead oder Push Press. Und wie ihr euch diesen Dingen nähert, zeigen wir euch jetzt. Wir fangen erstmal damit an, dass wir euch leicht einmobilisieren und die einzelnen Bewegungsmuster mal durchgehen, um die nochmal für euch zu sensibilisieren. Grundlage ist aber, ihr solltet eine Kniebeuge wirklich gut beherrschen. Und wenn ihr den nicht könnt, dann könnt ihr, hoffe ich, hier irgendwo, wenn Olli das schafft, euch den Link zu unserer Kniebeuge mal anschauen, die ihr beherrschen solltet, bevor ihr sowas Komplexes wie den Thruster macht. Aber legen wir los damit. Ihr startet bitte mit dem Ding in der Front Rack Position. Das heißt, sie ist vorne aufgelegt, ihr habt einen gleichmäßig breiten Griff. Haltet die Hände geschlossen und jetzt macht ihr im Wechsel den rechten Ellenbogen so hoch wie es geht und den linken Ellenbogen so hoch wie es geht. Und das ruhig pro Ellenbogen locker 10 Mal und versucht mit jedem Mal höher zu gehen, als euer Körper es eigentlich möchte. Und ihr werdet merken, wenn ihr höher wollt, lässt das auch zu und geht etwas höher. Dadurch werdet ihr in diesem Bereich etwas geschmeidiger und die Front Rack Position fällt euch ein bisschen leichter, könnt ihr Ellenbogen leichter oben halten. Wenn ihr das gemacht habt, Kniebeugen breiter einnehmen, etwa die Schulterbreite, Füße zeigen leicht nach außen und achtet darauf, die Füße sind feste im Boden eingekrallt, um sicheren Stand zu sorgen. Und von hier aus haben wir erst die Hüftrückführung, Knie gehen nach vorne außen, wir senken Schwerpunkt ab bis zur Parallelkniebeuge und strecken wieder. Wir machen nur ein paar Kniebeugen, ein paar Front Squats, um reinzukommen in die Bewegung. Macht davon auch wieder so 10, 12 Stück. Nächste Bewegung, wir drücken das Ding über Kopf. Dafür braucht ihr meistens eine andere Griffbreite, die sogenannte Push Position. Hierbei haben wir nicht das Zwängnis, dass die Ellenbogen vorne oben sein sollen, sondern jetzt sollen sie außen und leicht vor der Stange sein. Das gibt meistens auch eine etwas breitere Griffhaltung, die etwas breiter als schulterbreit sein sollte und die Ellenbogen sollen nicht weiter außen sein, als die Hände sind. Und von hier aus das Ding über Kopf drücken. Und hier haben wir schon die nächste Möglichkeit, wie ihr einen Fehler einbauen könnt und das ist, indem ihr versucht, um den Kopf rumzugehen. Wir wollen versuchen, Hebel zu minimieren. Wenn der Olli vielleicht mal kurz von der Seite guckt, können wir das besser sehen. Die Stange liegt jetzt leicht vor Mick-Schulter. Die Endposition sollte über Mick-Schulter sein. Auf dem direkten Weg dahin ist ein Kopf im Weg. Viele machen jetzt den Fehler und drücken die Stange um den Kopf rum. Sie heben sie um den Kopf rum. Das erzeugt einen großen Hebel und macht die Sache sehr anstrengend. Deswegen versucht möglichst geradlinig zu arbeiten, indem ihr zwar fest bleibt hier, aber den Kopf leicht zurücknehmt und möglichst geradlinig durchdrücken könnt. Zum nächsten, wenn ihr über Kopf geht, Mick macht wunderbar vor und geht unter die Stange, was ihr gut hinbekommt, wenn ihr euch einfach vorstellt, dass ihr die Ohren leicht vor die Arme nehmt. Viele machen den Fehler und halten die Stange über sich. Oder nicht über sich, sondern halten sie leicht vor sich. Mick drückt einfach mal hoch das Ding. So, das ist nicht Overhead, das ist auch nicht stabil. Ich kann es mal zeigen, wenn ich Druck abwärts gehe oder Zug abwärts gehe. Man kann sein Gesicht, glaube ich, wunderbar sehen, wie stark er zittert. Das ist verdammt anstrengend. Wenn der Mick aber in eine schöne Lockout geht und ist gestreckt darunter, hält die Rippenbögen fest eingezogen, um kein Hohlkreuz zu machen, hat beidseitig Spannung hier drauf, dann kann ich wirklich hier oben mal Zug drauf geben. Und das kriegt er gut gehalten. Das ist die stabile Endposition. Und von hier aus macht er auch ein paar Wiederholungen, um diese Shoulder-to-Overhead-Bewegung mal reinzubekommen. Jetzt schauen wir uns die Gesamtbewegung mal an. Ihr macht einen Front Squat, kehrt unten die Bewegung um, beschleunigt im oberen Drittel, gebt Trägheitsmoment in die Stange. Die Stange will den Körper schon verlassen, das nutzt ihr und drückt sie nach oben aus. Wenn ihr jetzt runter wollt, die nächste Bewegung, geht nicht zu früh abwärts, sondern bleibt stehen, bis die Stange kommt. Im letzten Moment erst absenken, die Stange aufnehmen, wieder hoch. Warum ist das so wichtig? Wenn ihr zu früh runter geht, Mick, versucht mal in die Kniebeuge zu machen, nimm die Stange jetzt runter. Es fällt Mick sehr schwer, den Kopf zurückzunehmen in dieser Position, wenn man deutlich sieht, kannst wieder hoch, komm wieder hoch. Es geht gar nicht, weil wenn ihr eine Kniebeuge macht, kriegt ihr automatisch eine leichte Vorlage. Der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ist dann vor dem Körper, da kriegt ihr die Stange nicht mehr rum. In der Position den Kopf hinten halten zu müssen, ist fast unmöglich. Das heißt, ihr werdet die Stange vor euch runterführen. Also geht nicht zu früh runter, sondern wartet praktisch im letzten Moment. Wenn ihr eine schwere Stange fallen lassen würdet, würdet ihr sie im letzten Moment ausfedern. Das ist der Moment, wo ihr in den nächsten Thruster wieder runtergeht in der Bewegung. Mick macht nochmal 2, 3 Wiederholungen. Er macht die Kniebeuge, beschleunigt oben, Trägheitsmoment. Erleichtert uns die Stange nach oben zu bekommen. Wunderbar. Gehen wir mal auf die Fehler ein, die dabei passieren. Ein Thruster wird sehr oft hochfrequent eingesetzt in einem Workout. Das heißt, ich mache viele Wiederholungen machen, das Ding raubt mir unheimlich die Luft, ist sehr kraftzehrend. Und wenn die Form der Kniebeuge dabei nicht mehr die richtige ist, wird die ganze Bewegung fast nicht mehr auszuführen sein und sehr unsauber werden. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr runtergeht, mitgehen wir gerade runter in eine schöne Kniebeuge. Zeigt mir einen schönen Squat.
Das ist ein schöner Squat. Wirklich schon fast zu tief, Mr. Mobility. So, Parallelkniebeuge wollen wir halten. Das passt alle. Stange hat eine schöne Auflage. Achtet darauf, die Knie unbedingt außen zu halten. Sehr oft passiert es, dass die Knie zusammenfallen. Wenn der Olli jetzt mal ganz kurz von der Seite bitte schaut. So, Mick ist sauber. Wenn die Knie zusammenfallen in der Kniebeuge, führt das automatisch zu einer Rundung hier unten im Rücken. Mick's Ellenbogen kommen tiefer. Jetzt muss er schon anfangen, die Stange zu halten, weil er keine gute Auflagefläche mehr darauf. Und das macht die ganze Bewegung unfassbar schwer für ihn. Und im schlimmsten Fall kommen dabei sogar die Fersen noch hoch. Korrigieren wir es wieder. Knie raus, Ellenbogen vor der Stange halten. Stange liegt auf. Wir sind schön stabil und können jetzt in die nächste Wiederholung nach oben gehen. Wunderbar. Einen Fehler haben wir jetzt noch, den wir gerne ansprechen müssten. Danke, Mick. Und zwar ist das, wie packt ihr das Ding? Viele machen bei einem Front Squat, ich zähle auch dazu, offene Hände. Das heißt, ich habe bei einem Front Squat den kleinen Finger in der Bewegung gar nicht schon drin. Wenn ihr das bei einem Thruster macht, ist das sehr gefährlich. Weil wenn ihr es nicht schafft, es gut zu timen, dass ihr das Ding so kräftig loswerdet, dass ihr einen kurzen Moment die Stange loslassen könnt, um den kleinen Finger reinzubekommen zum vollen Griff, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren, dass ihr auf dem Weg nach oben den kleinen Finger nicht mehr rausbekommt und die Stange liegt dann auf eurem kleinen Finger. Dann hattet ihr mal einen kleinen Finger. Er ist immer noch da, nur nicht mehr ganz so sauber. Also achtet bitte darauf, dass ihr die Hand auf jeden Fall geschlossen haltet. Nicht offene Hand, wir brauchen keine extreme Front-Drag, wir brauchen eine einigermaßen passende Auflage, weil ein Thruster auch niemals so schwer sein wird, wie ein Front-Squat wäre. Auch wenn Thruster so sehr fordernd ist, das Ding macht echt Spaß, aber es raubt euch die Kräfte, es raubt euch die Luft und ihr müsst sehr darauf achten, in der Bewegung die Form zu halten. Und dann kommt ihr mit dem Thruster mit eurer Fitness richtig weit. Viel Spaß damit. Immer noch da? Gebt uns ein Like, Kanal abonnieren und die App geht zum App Store.